So, da bin ich wieder. Willkommen zu dem Part 3 von meinem Legend of Zelda A Link to the Past Let's Play. Den eigentlich letzten geplanten Part musste ich leider aufsplitten, weil ich total vergessen habe, dass ich bei YouTube nur 15 Minuten Videos einstellen kann. So, jetzt haben wir in Ruhe. Kann ich noch ein bisschen dazu erzählen zu dem Spiel. Mir ist durchaus bewusst, dass ich beim letzten Mal behauptet habe, dass das Spiel irgendwann rauskam, wann es eigentlich gar nicht rauskam. Das möchte ich jetzt auf jeden Fall nochmal ganz klar richtigstellen. Auf dem Super Nintendo kam das Spiel raus, und zwar in Japan im November 1991, in den USA im April 92 und hier in Europa im September 1992. Ich habe die falsche Jahreszahl gehabt oder gesagt, ganz einfach nur, weil für mich existiert das Spiel einfach, seitdem ich es zu meinem Geburtstag damals geschenkt bekommen habe. So, wo müssen wir jetzt hin in diesem Spiel? Wir sind jetzt gerade aus der Kirche nochmal rausgekommen. Wir haben die Prinzessin vom bösen Morgensterne schwingenden Typen gerettet. Wir sind durch die Katakomben gerannt und wir sind in der Kathedrale wieder rausgekommen. Wir haben uns was von der Bagge gelabert. Wir haben einen Herzcontainer gesammelt. Und jetzt gilt es, den alten Herrn, den ich immer Charalala nenne, den gilt es zu finden. Wir schauen auf der Karte. Und das Schloss, da oben ist die Kathedrale. Wir sind jetzt hier quasi unter dem Berg lang, irgendwo lang gestapft, um bei der Kathedrale wieder rauszukommen. Wir werden jetzt hier einfach diesem Weg folgen bis zu diesem leuchtenden Kreuz. Das ist das Haus des Alten. Na, gucken wir mal, ob er zu Hause ist. Und wenn er da ist, dann fragen wir mal, hey, wo soll man jetzt als nächstes hin? Wir haben hier eine Quest, die haben wir zu erledigen. Was sollen wir machen? Wow. Uiuiuiui. Mensch, vorhin war die aber noch nicht so aggressiv. Hier haben wir das Haus der Wahrsagerin. Wir gehen einfach mal rein. Wir gucken uns die mal an. Ist das ein die oder ist das ein der? Ist eigentlich nur eine Kapuze mit Händen eigentlich. Ja, jedenfalls, wenn man hingeht. Hallo? Ah. Ja, ich sehe ja, du hast bestimmt ein interessantes Schicksal. Lass mich in die Zukunft sehen. Es wird doch nicht teuer. Na gut, dann schau mal. Ich sehe, du wirst Sahasrara, den Dorfältesten, finden. Es kostet dich 30 Rubine. Hier noch ein wenig frische Energie. Na, dankeschön. Ja, das ist im Prinzip nur dafür da, wenn man jetzt eine Weile nicht gespielt hat, damit man weiß, was man als nächsten Schritt tun muss. Wenn denn das quasi entfallen ist. Hier gibt es schöne Hühnchen. Hühnchen kann man hochheben. Hühnchen kann man wegwerfen. Hühnchen kann man schlagen. Hühnchen sterben aber nicht, aber Hühnchen werden böse. Das mag ich jetzt noch nicht vorführen, das mache ich dann irgendwann später. Die meisten kennen das auch. Der sogenannte Hühnerfluch. Hier ist das Haus des Alten. Und wenn das der Alte sein soll, alter Schwede. Ja, das ist eine Frau übrigens. Ach, sieh da, Link. Was willst du von einer alten Frau wie mir? Wie? Der Dorfälteste? Oh, das ist so traurig. Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seit der Zauberer begann, nach Opfern zu suchen. Was? Das Masterschwert? Oh, ist das schwierig, ey. An den Einzelheiten kann ich mich nicht erinnern, aber vor langer, langer Zeit soll das Volk der Hylia in diesem Land gewohnt haben. Die Legende erzählt, dass Hylianer versteckten damals hier erstaunliche Schätze. Einer davon soll das Masterschwert sein. Es wurde speziell gefertigt, um gegen böse magische Wesen anzukämpfen. Soweit ich mich erinnern kann, soll es heute noch im tiefsten des inneren Waldes ruhen. Verstehst du die Legende? Ja, natürlich. So, den Dorfältesten. Irgendjemand im Dorf muss doch wissen, wo er ist. Wie jetzt? Irgendjemand im Dorf muss wissen, wo der ist.
Ich bin ja im Haus des Ältesten, du bist ja irgendwie seine ältesten Frau und du weißt nicht, wo der hin ist? Das verstehe, wer will. Tja. Na gut, dann schauen wir uns erstmal im Dorf ein wenig um. Was ist denn das hier für ein hübsch getarntes Häuschen? Guten Tag. Oha, Link. Dieses Haus war früher ein Versteck einer Diebesbande. Der Name des Anführers? Ja, Blind hieß er und hasste grelles Licht über alles. Ja, das erklärt auch, warum das hier so dunkel drin ist. Was haben wir denn hier alles noch drin? Ja, sieh doch mal an. Ein klassisches Rätsel. Ein sehr klassisches Rätsel. Ein klassisches Schieberätsel sozusagen. Wie kommt man hier an alle diese Dingersens ran? Keine Ahnung. Wahrscheinlich so hier. Ja, das waren 5 Rubine. 5 Rubine. 5 Rubine? Sind das 5 Rubine? Waren das jetzt 20 Rubine? Ach, ich weiß es doch immer nicht. Es ist mir auch egal, wir werden hier eh noch mit Rubinen zugeschüttet wie Sau. Und noch mehr Rubine. Hier haben wir wieder eine Brückelwand. Ja, dahinter gibt es was ganz was Feines, aber die Wand kriegt man halt erst mit Bomben auf und die habe ich noch nicht. Ja. Gut, wir gucken mal weiter. Wir müssen jetzt hier mal irgendwie den Dorfältesten finden. Wo kann denn der nur versteckt sein? Hier, guck mal. Der weiß doch Bescheid. Flaschen, schöne Flaschen. Haben der Herr schon eine meiner Flaschen? Nein? So treten Sie näher. Mein Angebot wird Ihnen sicher gefallen. Hier hätte ich ein ganz besonderes, schönes Exemplar. Nur 100 Rubine. Was sagen Sie? Interessiert? Ja, gib mir meine Flasche. Ich danke Ihnen für den Einkauf. Halten Sie es ruhig hoch. Bären Sie mich bald wieder. Ja, halten Sie es ruhig hoch. Das mache ich auch im Privaten. Alles, was ich bekomme, halte ich erstmal nach oben links. Und mache dödödödö. Eine magische Flasche, darin kannst du Verschiedenes aufbewahren für später. Sehr schön, sehr schön. Also wie ich das sehe, dauert das hier noch ewig, bis wir den Ältesten gefunden haben. Wow. Da wird ein kompletter Part für drauf gehen, bis wir den gefunden haben. Die Dame sieht irgendwie der Dame von oben gerade eben ein bisschen ähnlich, nur mit... Was ist das? Das ist doch kein Besen, das ist doch ein Wedel. Dame mit Wedel. Link! Verzeihung. Link, ich habe gehört, du sollst die Prinzessin entführt haben. Aber ich kann das einfach nicht glauben. Kannst du mir nicht ein bisschen mehr erzählen? Wo ist der alte Mann? Ja, renn von mir weg, du... Punkt, Punkt. Hier, du schläfst, weißt du, wo der ist? Guten Tag. Tut mir leid. Aber ich kann nicht aus dem Haus, weil ich krank bin. Von der Kälte des Bösen, die von den Bergen kommt, bin ich wohl krank geworden. Ja, mein Schmetterlingsnetz. Ich kann im Moment sowieso nicht gebrauchen. Ich kann es nicht gebrauchen, Moment. Das Schmetterlingsnetz hast du dir geliehen. Das kriegt er später noch wieder, wenn wir es durchgespielt haben, das Spiel. Damit lässt sich so manches einfangen. Bienen, Frösche, Eidechsen, Vögel, Feen. Kann man damit noch so alles fangen? Einfach alles. In dem Spiel nicht einfach alles. Da sind es Bienen und Feen. Aber besser als gar nichts. Hallihallo, Link! Der Dorfälteste? Ich darf es zwar niemandem verraten, aber sag es keinem Bösen weiter. Aber er versteckt sich im Palais. Da, der Ostpalast. Ich zeichne es dir auf deine Karte. Also, hier bist du jetzt und da ist der. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Jetzt wissen wir endlich, wo der Dorfälteste sich versteckt hat. Da ist er, da ist das Palais. Im Ostpalast. Der Ostpalast liegt im Osten und
Beim Ostpalast ist sogar im Osten ein Palast. Den Weg kenne ich dahin schon auswendig. Deswegen gehe ich einfach mal geradezu. Ja, nicht wundern, dass ich hier nicht alles mitnehme. Da wird sich jetzt der eine oder andere wundern. Da war er noch. Und dies und das und so und so. Ja, ich möchte aber einfach in diesem Part noch den Dorfältesten besuchen und den auserzählen lassen. Wir sind jetzt hier schon wieder bei knapp 11 Minuten, glaube ich. Wenn ich nur 15 Minuten Parts haben darf und ich möchte auch natürlich ordentliche Abschlüsse haben, nicht so wie beim letzten Mal, wo ich dann einfach abgehakt, weil ich zu blöd zum Gucken bin und Denken bin. Na, das soll ja diesmal nicht so sein. Hey, hier wird nicht geschossen. Und wenn du mich anschießt, dann bitte direkt aufs Schild. Dann bekomme ich keinen Schaden, Trottel. Wow. Ich mache euch alle platt auf dem Weg zum Dorfältesten. Wer das Spiel nicht für das Super Nintendo besitzt, Schande über dich. Wer kein Super Nintendo besitzt, auch Schande über dich. Ja, aber dieses Spiel gibt's auch nochmal als Remake für den Game Boy Advance übrigens. Und dann gibt's das nochmal für die Wii auf der Virtual Console. Kann man sich dort für ein paar Euros auch nochmal kaufen. Bräuchte man allerdings am besten einen Classic Controller im Super Nintendo Format. Oder, naja, zumindest überhaupt einen Classic Controller. Ein GameCube Controller geht auch noch. Aber mit der reinen Wii-Fernbedienung wird das nix, leider. Die Verweigerung hat, glaube ich, sogar komplett den Dienst. Na, auf jeden Fall kann man schon allein nicht Feuerchen machen. Hier ist er, der Älteste. Wir haben ihn endlich gefunden. Er sieht doch ein bisschen aus wie ein Ältester. Und das Palais, was ich kenne, sieht total anders aus. Aber das Palais, was ich kenne, ist auch ein Restaurant. So. Hallo, bist du Scharala? Richtig. Ich bin der Sahasrala. Der Dorfälteste und ein Nachkomme der sieben Weisen. Ist nicht wirklich wahr. So. Ach, da bin ich aber überrascht. Dass ein junger Mann wie du nach dem Bannschwert des Bösen sucht. Ja, na, nicht jeder kann diese Waffe benutzen. Die Legende berichtet, dass nur jener Held das Schwert führen kann, der die drei mächtigen Dämonen besiegt. Ja? Und natürlich entsprechend die drei Amulette erringt. Hast du verstanden, Junge? Ist dir das bewusst, was das für dich bedeutet? Bist du dafür wirklich bereit? Ja, oder selbstverständlich. Ich kann mich immer nicht entscheiden. Aber ein Held sagt natürlich, na klar, logisch, komm. Sag mir, wo das erste Amulett ist, bitte. Gut, dann versuche zuerst das Amulett des Mutes aus dem Palast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, dann werde ich dir mehr von der Legende erzählen und dich auch noch eine magische Kunst lernen. Die könnte dir mal noch ein bisschen helfen. Geh jetzt zum Palast. Ja, wir gehen jetzt zum Palast. Praktisch. Wir können den Part jetzt schön beenden, indem wir einfach hier aus der Türe rausgehen. Und dann im nächsten Part direkt durchstarten. Macht's gut, bis zum nächsten Part.